Die Gegend tut mich eigentlich so inspirieren, dass ich immer wieder neue Sachen entdecke, obwohl man vielleicht denkt, ja, in der Wüste ist relativ karg, da ist nicht viel los. Ich entdecke immer wieder neue Gesteinsformen oder Pflanzen oder eben Leben in der Wüste. Das ist faszinierend. Wer bin ich? Ich bin als Schweizer geboren in China. Ich habe dann Grundschule gemacht in Wien und Basel in der Schweiz und als Innenarchitekturstudium gemacht. Ich bin dann selbstständig geworden mit meinem eigenen Planungsbüro in Basel selber und tue das betreiben seit einigen Jahren. Darum hatte ich zu tun mit Umbauten, mit Anbauten, mit Ausbauten von Häusern. Und die ganze Bautechnik und künstlerische Seite, die fließt eigentlich hier zusammen. Wir sind jetzt hier auf dem Grundstück, das ich erworben habe. Das ist in der Nähe von 29 Palms. Das sind ungefähr 380 km vom Zentrum von Los Angeles weg. Die südkalifornische Wüste die hat ein eigenes Klima. Es ist sehr trocken. Es hat manchmal 20% Luftfeuchtigkeit oder noch weniger. Und ist eigentlich eine sehr gesunde Gegend. Als ich das erste Mal auf das Grundstück gekommen bin, habe ich hier eine Hütte vorgefunden. Eine ziemlich desolate Hütte, die demoliert war, die vom Wind verweht war. Und ich bin ringsum gelaufen, habe die Konstruktion angeschaut und habe gefunden, hier ist etwas zu machen. Zum Beispiel renovieren und das als Wohneinheit wieder zu Weg machen. Der Sinn von CultureLine ist, ein kreatives Zentrum erstellen, um sich inspirieren zu lassen von dieser interessanten, ruhigen, vielseitigen Gegend. Also der Grund, warum ich das realisieren will, ist einmal überhaupt die Idee, künstlerisch tätig zu sein, selber tätig zu sein und dann auch anderen Möglichkeiten zu geben. Die Gegend hier die heisst Wonder Valley. Hier gibt es ganz viele andere Künstler, die sich hier angesiedelt haben. Es gibt jedes Jahr gibt es auch Anlässe, wo sie Open House haben, Tag der offenen Tür. Oder Open Studios nennt sich das. Und das sind über 100 Künstler, die sich hier präsentieren. Die kann man besuchen. Das sind Fotografen, Keramiker, Schmuckhersteller, alles Mögliche. CultureLine als Brand deutet eigentlich schon darauf hin, dass es sich um drei geometrische Objekte handelt: das eine ein Würfel, eine Pyramide und eine Kugel. Die Kugel soll als Eingangsbereich dienen von dieser ganzen Anlage, die Pyramide als Werkplatz und der Würfel als Wohnstudios, wo dann die entsprechenden Künstler oder kreativen Leute können wohnen und sich vertun. Hier in der kalifornischen Wüste ist es möglich, ein Grundstück zu erwerben, wo erstens einmal Raum bietet für das und zweitens auch erschwinglich ist. Was ich jetzt noch brauche, ist Sponsoren, Donatoren, Gönner und solche Leute, die gerne mitmachen. Weil es gibt auch Baugesetze, wir sind nicht im Wilden Westen. Aber es ist vieles mehr möglich als in der Schweiz.